Also, dieses Video ist ein bisschen komisch, denn eigentlich wollte ich auf ein anderes Video reagieren, aber scheinbar ist es nicht online. Dann kann ich wohl nichts machen. Und es ist paradox, denn das ist jetzt der letzte Tag für mich, wo ich in Deutschland bin. Morgen geht's für mich nach Polen. Und für euch ist das der letzte Tag, an dem ich in Polen bin. Morgen bin ich dann in Deutschland. Joi. Okay, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, dass LBHD seinen Namen verändern möchte. Ich weiß auch schon durch Instagram, wie er ihn ändern möchte. Aber ich werde gucken wir. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes, und zwar, wie du schon im Titel gesehen hast, werde ich mich vielleicht umbenennen auf LBHD. Das musst du jetzt aber erstmal abstimmen, und zwar auf Instagram werde ich heute 20 Uhr eine Umfrage stellen, ob ich lieber bei L.B.HD bleiben soll oder ob ich mich auf LBHD umbenennen soll. Die meisten Stimmen. Also der Name mit den meisten Stimmen wird in dem nächsten Tag ausgewählt. Das heißt, wenn L.B.HD mehr Stimmen hat, werde ich L.B.HD bleiben. Aber wenn es andersrum ist, dann werde ich LBHD heißen. Ja, wie gesagt, 20 Uhr. Ich werde auch morgen dann die Ergebnisse raushauen auf YouTube oder auf Instagram. Weiß ich noch nicht ganz genau. Stimmt auf jeden Fall ab. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Tschüss. Ganz kurz gehalten, feiern wir natürlich. Stimmt ab auf Insta. Heißt immer noch LBHD. Ich finde LBHD besser. Jetzt kommt mal wieder so ein Cringe-Kommentar. Also ein Kommentar von Cringe. Hey, yo. Den YouTube-Namen zu ändern ist schon krass. Wenn du ihn aber änderst, würde ich dir etwas also ich sag ihm das nur, weil ich bin, glaube ich, so sein Mentor, sein YouTube-Mentor, ich weiß es nicht. Wenn du ihn aber änderst, würde ich dir etwas Radikaleres vorschlagen. Im Übrigen, ihr könnt ja auf den Link in der Beschreibung gehen und gucken, wie er jetzt heißt, weil ich bin für euch ja noch in der Vergangenheit. Wenn du ihn aber änderst, würde ich dir etwas Radikaleres vorschlagen. Denn ein Punkt mehr oder weniger macht es nicht aus. Deine Initialien sind Initialien. Wie schreibt man sonst Initialien? Aber warte. Ich guck mal, was schlägt er vor? Initialien war dann richtig. Der akzeptiert das wohl nur nicht. Die Initialien sind schön und gut, aber vielleicht solltest du es bei einem Künstlernamen belassen. Beim Künstlernamen für das erste belassen. Ich würde dir sowas wie Cringe 2 vorschlagen. Nein, aber im Ernst. Denk dir einen coolen, kreativen Namen aus.
aus. Ich bin mir sicher, dass du mit deinem Kanal viel mehr Freude erleben wirst. Natürlich nur ein Ratschlag, wie du es umsetzt, ist deine Entscheidung. Denn ich fordere die Scheidung, sorry. Natürlich nur ein Ratschlag, wie du es umsetzt, ist deine Entscheidung. Im Endeffekt versuche ich dich zu unterstützen, egal. Unterstützen dabei ist es egal, wie du heißt. Mit namentlichen Grüßen, hey, das reicht mir nicht. Namentlichen Grüßen. Cringe. Cringe. Okay. Ah doch, das geht. Ja? Wenn ihr das, was ich kommentiert habe, gar nicht gut findet, antwortet auf meinen Kommentar sowas wie: Ey du dummer Doofmann, das finde ich nicht so cool. Dann wird er das sicherlich auch mit berücksichtigen, so wie ich ihn kenne. Alright. Ich schätze mal, das war's mit dem Cringe aus der Vergangenheit. Wenn ihr mich auch in der Gegenwart weiterhin unterstützen möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe und bis bald.